Mein erstes Tattoo, das habe ich vor 13 Jahren bekommen. Jung und denken, man muss unbedingt ein großes Tattoo haben. Was viele Kurden oder Leute aus dem Middle East nicht wissen, ist, dass ihre Vorfahren selber sehr viel tätowiert haben und immer noch tätowieren. Es wird praktiziert hier in den Dörfern in Form von Gesichts- und Handtattoos. Jetzt probieren wir einfach hier, die Kultur wieder neu aufleben zu lassen. Meine Schwester hatte die Idee, etwas Farbe nach Erbil zu bringen, ein Tattoo-Studio hier zu eröffnen. Und dann bin ich hierher gekommen vor 3 Jahren. Eins unserer Konzepte ist, die Creme de la Creme der Tattoo-Artisten von überall auf der Welt einzuladen. Momentan haben wir einen Wahnsinns-Artisten aus Bali. Sein Name ist Dewa. Er macht gerade auch ein Tattoo. Lasst mich euch mal zeigen, was wir heute stechen. Das ist unser Tattoo-Master, Dewa. Er sticht heute einen sogenannten Foodog. Das ist ein japanisches Design. Und er macht es mehr ein Mix zwischen traditionell und realistisch. Und das ist ein großes Tattoo. Wird ungefähr zwischen 5 und 6 Stunden dauern, um das abzuschließen. Viele Leute, die sagen einfach, hey, ich finde das sehr schön, entspricht aber nicht meiner Ideologie oder meiner Religion. Kurden oder auch viele Leute aus dem Irak, die respektieren das, dass wir von woanders hierher kommen und probieren etwas zu tun und zu entwickeln. Und selbst wenn sie das nicht verstehen oder selber nicht praktizieren wollen, legen sie einem keinen Stein in den Weg. Für die Zukunft würde ich gerne einfach jungen Menschen eine andere Option geben, die hier aus der Region kommen, dass sie sehen, okay, ich habe Interesse an Kunst, ich kann damit doch wirklich Geld verdienen, ich kann mich selbst damit verwirklichen, entwickeln und auch eine Basis für meine Familie schaffen. Das ist eigentlich so mein großes Ziel hier.